Vielen, vielen Dank, sehr schön, wunderbar. War ein schöner Abend, komm gut nach Hause, ist großartig. Nein, Quatsch, ist eine Lesung heute Abend, für die ich es noch nicht wusste, ich möchte es kurz sagen. Und ich werde dieses Buch hier lesen, also das ganze Buch, das komplette Buch. Das heißt Schmidts Katze. Schmidts Katze. Ich wollte, bevor wir jetzt in die Lesung in Medias Res gehen, bevor wir einsteigen, wollte ich euch ein paar Sachen fragen. Also als erstes, wer hat eine Katze? Wer hat eine Katze? Geht ja um Katze. Oh! Oh, warte, das muss ich mir jetzt genauer angucken. Ich hole mir hier irgendwas an. Jetzt freuen sich alle. Oh, hätte ich ja mal besser nicht aufgezeigt. Das ist scheiße. Ihr habt keine Katze hier vor. Du hast eine Katze. Wie ist dein Name? Oliver. Mein Gott. Oliver? Ja. Oliver hat eine Katze. Was hast du für eine Katze? Einen roten Kater. Roten Kater. Wie alt? 19. 19? 19. Meine Katze ist ja 27 Jahre alt geworden. Wie, das ist doch gut. 27. Ja, aber es war traurig zu lesen. Das nicht mehr? Ja. Ja gut, die hat aber lange durchgehalten, ne? Muss man sagen. 27 Jahre ist überall, wie Juppie hieß das, die wussten nicht, wann Schluss ist. Ne? Die hat einfach mal weitergemacht. 19 Jahre ist aber auch schon gut. Ja, ist gut. Ist auch schon toll. Aber fit. Bitte? Aber fit. Dankeschön, das habe ich jetzt gebraucht. Dankeschön. Gibt es jemanden, der schon lange mit seiner Katze zu als Kind schon hatte oder lange die Katze? Hier, da, als Kind schon eine Katze? Bitte? Hör mal, ich will nicht unverschämt sein, aber... Darf ich fragen, wie alt du bist? Nee, da musst du nicht sagen. Wie ist dein Name? 59. 59. Und seit die Katze aber noch älter als meine geworden. Das ist ja wirklich unglaublich. 59 Jahre und seit der Kindheit schon mit der Katze zusammen. Meine Güte, 59. Und ich dachte, 27 wäre schon toll. Wunderbar. Auch noch Katzen dabei? Ja, hier? Wunderbar. Dann gehen wir mal hier hin. Hammer. Geht das? Geht das? Können wir das? Guck mal hier. Riesenkamera. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich habe vier Katzen. Vier Schmitzkatzen. Wieso Schmitzkatzen? Ja, ich heiße doch Schmidt. Du heißt Schmidt? Ja, ja, logisch. Das wusste ich ja gar nicht. Ja. Ich wäre verrückt. Du heißt auch Schmidt? Ja. Wie heißt du denn mit Vornamen? Monika. Monika Schmidt. Ja, aber sind wir verwandt? Ich bin nicht deine Mama. Nee, du bist nicht meine Mama. Nein, nein, nein. Nee, das weiß ich. Ich weiß, wie meine Mutter aussieht. Monika. Okay. Oh, hast du das Buch? Ja. Ja? Klar, ich hab's verschlungen. Verschlungen? Ja. Hat dir schmeckt? Nein. Sehr lecker, sehr lecker. Monika, ich muss ein bisschen lesen, ich komme direkt wieder. Ne? Monika, bleib kurz sitzen. Ah, wunderbar. Kleiner Applaus bitte für die netten Damen und Herren, die hier Rede und Antwort gestanden haben. So. Jetzt. Ich wollte euch jetzt den Beweis liefern, dass es diese Katze wirklich schon so lange gab, von der ich ja geschrieben habe und die im Buch ja weitestgehend am größten, am meisten vorkommt, Minka. Und ich habe Fotos mitgebracht von mir als Kind, nee, du wirst das kennen, als Kind, mit meiner Katze, 59 Jahre, leck mich an die Füße. Das ist aber, Mann, du, neun, und ich dachte, ich wäre gut gewesen, aber das ist, so, pass auf, jetzt, was ich sage dir, das. Yes! Süß, ne? Das bin ich. Das ist aber nicht Minka. Das ist die erste Katze. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war anderthalb, ich habe zwei, ich habe keine Ahnung. Und da waren wir in Österreich und das ist die erste Katze gewesen, die ich auf dem Arm hatte und die fand ich toll. Was man nicht sieht, natürlich sein Foto. Kurz nachdem das Foto geschossen wurde, die Katze hat sich erschrocken, hat die mir alles zerkratzt, die ganzen Arme und Beine, ist runtergesprungen, da fand ich die Katze erstmal scheiße. Da fand ich doof. Aber irgendwie hat er schon die Initialzündung geliefert. Pass auf, hier das nächste Bild. So, so. Das muss ich erklären, das bin ich. Ist ein bisschen unangenehm, ist mir das, aber jetzt ist es auch zu spät. Das war meine erste Rolle. Bühnenrolle, wirklich. Meine erste Sprechrolle, muss man sagen. Ich weiß sogar, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, miau, ich bin der Katzenkater. Das war der erste Text auf einer Bühne meines Lebens. Und das als Katze. Also wenn das nicht bezeichnend ist, großartig. So, jetzt noch ein Bild noch. Oh. Oh. Das habe ich euch nur gezeigt, damit genau das passiert. Das ist ja wunderbar. Hat also geklappt. So, das ist tatsächlich jetzt Minka gewesen. Und jetzt fangen wir endlich an, jetzt geht's los im Buch. Ich freue mich wahnsinnig, wie ich zu meiner Katze kam. Als ich so circa 8 Jahre alt war, beschloss meine Mutter, dass ich eine Katze bekommen sollte. Ob sie deswegen auf die Idee kam, weil sie mal wieder etwas mehr Ruhe haben wollte, ich hatte damals 1000 Ideen in der Minute, oder ob es deshalb war, weil sie selber gerne eine haben wollte, das kann ich rückwirkend nicht mehr beurteilen. Wenn man sie heute danach fragt, ist man eh nach circa ungefähr 3 Sekunden in der üblichen Geschichte. Früher war ja alles ganz anders. Also, meine Mutter beschloss, Ralf bekommt eine Katze. Und ich fand die Idee auch ganz gut. Und je näher der Termin rückte, an dem wir ein Pelztier aus dem Tierheim retten wollten, so sah ich das damals, desto aufgeregter wurde ich. An Schlaf war eine Woche vorher schon gar nicht mehr zu denken. Geschweige denn an Schule, Freunde oder Nahrungsaufnahme. Kurz gesagt, ich drehte fast durch. Mein Gehirn hatte wegen Vorfreude Überlastung geschlossen. An die Woche vor dem Tag X kann ich mich deshalb heute absolut nicht mehr erinnern. Nur daran, dass wir irgendwann, für mich wie aus heiterem Himmel, vor der Tür des Tierheims standen und klingelten.
Ich fand es großartig. Gleich sah ich hunderte von süßen kleinen Wollknäulchen, durchs Gesicht schlabbernde Hundebabys, maunzende Nassnasen. Gleich, die Tür ging auf. Ich stürmte rein und was für ein Gestank. Tierheime riechen, vor allem beim ersten Besuch, nicht besonders einladend. Zumal gerade als wir eintraten, ein großer Dalmatiner vor uns in den Eingang kotzte. Und ein Dalmatiner kann eine Menge kotzen. Gerade aus der Perspektive eines Achtjährigen, der dem Ding knapp bis zur Schulter reicht. Kommen Sie doch rein, guten Tag, sagte Frau Frank, die Leiterin des Heims, Typfräulein Rottenmeier aus Heidi, während sie uns entgegenkam. Das Ganze muss wohl ein einschneidendes Erlebnis für mich gewesen sein, denn an diesen Namen kann ich mich bis heute noch ganz deutlich erinnern. Ich bekomme heute eine Katze, sagte ich und freute mich jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Der erste Schock war überwunden, da kotzte der Dalmatiner ein zweites Mal. Übrigens wirklich wahr. Die Geschichte ist genauso, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Dieses Mal, während eine Assistentin ihn gerade aus dem Zimmer tragen wollte. Sie hatte ihn unter den Bauch gepackt und hochgehoben, was wohl keine so gute Idee gewesen war. Kurz danach kamen wir an Zimmern für ausgewachsene Hunde, Hundebabys, Papageien. Mein Gott, sind die laut! Und alle wirken irgendwie ständig angepisst. Meerschweinchen, rasend langweilig, fand ich damals, vorbei und traten schließlich in das für Katzenbabys ein. Süß, alle, die, nein, die, es war hoffnungslos. Alle kleinen Dinger, eins süßer als das andere, krabbelten auf mir herum. Meine Mutter freute sich, die Tierheimleiterin auch. Ich hätte nur blind die Hand ausstrecken müssen und wir hätten alle nach Hause gehen können. Doch dann sagte Fräulein Rottenmeier mit so einem professionellen Zittern in der Stimme etwas Verhängnisvolles. Nebenan haben wir auch Katzen, die schon etwas älter sind. Die will aber keiner. Nun muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich damals gerade auf dem Selbstlosigkeitstrip war, hatte ich im Kino doch das letzte Einhorn gesehen. Und nun wollte ich unbedingt auch die alten, abgemagerten, ausgemergelten Geschöpfe ohne Beine und Ohren sehen. Meine Mutter fand das beispielhaft. Noch. Wir gingen nach nebenan. Und als sie den Raum betrat, rannte auf einem Umlauf an der Wand, etwa auf der damaligen Höhe meines Kopfes, eine fast ausgewachsene, getigerte Katze auf mich zu und maunzte mich an. So laut und so frech, dass ich mich total erschrocken habe. Minka. Das heißt, damals noch Messalina. Messalina war frisch operiert, auf der Seite wegen der Sterilisation komplett rasiert eben, spindeldürr und hatte einen Ausdruck in den Augen, der sagte, was soll das hier, was stehst du noch rum, nimm mich gefälligst mit, du Arsch. Tja, ich verstand sie, sie verstand mich. Meine Mutter brabbelte noch so etwas wie, die Katze sucht den Menschen aus und nicht der Mensch, die Katze. Und im nächsten Augenblick saßen wir auch schon im Auto. Ich mit meiner hässlichen Messalina auf dem Schoß. Während Fräulein Rottenmeier, ich meine die Tierheimleiterin, uns aufgeregt und glücklich nachwinkte. Minka pinkelte mir auf den Schoß. Autofahren findet sie bis heute scheiße. Ah! Oh Gott, das tut mir leid. Ist vielleicht ein Arzt hier heute Abend? Vielleicht kann jemand der Dame helfen. Kommt das jetzt erst bei dir an? Wäre aber blöd, bin ich gerade erst rausgekommen für dich. Das ist toll, wir sind alle gleich schon beim Essen, da sitzt sie noch hier. Wer hat denn keine Katze? Mal kurz aufzeigen, wer hat keine Katze? Wer möchte sich vielleicht mal eine anschaffen? Wer spielt mit dem Gedanken? Gibt es jemanden? Gibt es jemanden? Da hinten gibt es jemanden. Sehr schön. Ja, ich habe nämlich hier in dem Buch Folgendes getan. Ich habe für die, die noch keine Katze haben, habe ich Empfehlungen aufgeschrieben, wie man sich auf eine Katze vorbereiten kann. Gar nicht. Das Kapitel ist komplett leer. Nein, im Ernst. Leere Seiten. Nein, ich habe tatsächlich was aufgeschrieben und das würde ich euch gerne mal kurz vorlesen. Es sind mehrere Punkte, so als Hilfestellung gedacht, aber ich habe ein paar rausgegriffen für euch und die würde ich euch jetzt gerne kurz vorlesen. Also pass auf, wie man sich auf eine Katze vorbereiten kann, folgendes, drei wichtige Punkte. Als erstes habe ich aufgeschrieben, kaufen Sie von jeder Katzenfuttersorte jeweils eine Dose und dann schmeißen Sie 90% davon wieder weg. Warum? Jeder Katzenbesitzer weiß, dran gerochen, weg, ne? Katzen sind, wie sie sehen. Dann habe ich aufgeschrieben, folgendes, bitten Sie einen Freund, nachts an Ihrem Fußende zu wachen und mit dem Heftzweckentferner
sofort und erbarmungslos anzugreifen, sobald sich ihr herausschielender kleiner Zeh auch nur eine Sekunde bewegt. Die Katzen machen das, die ist halt im Kampf mit, man denkt zuerst, der Fuß gehört einem nicht und dann doch. Zerfetzt und alles, aber ich stelle mir auch sehr lustig vor, wie der Freund da sitzt mit dem Heft zu entfernen. Und dann habe ich auch Folgendes aufgeschrieben, das ist eigentlich die wichtigste Regel, wie man sich auf eine Katze vorbereiten sollte. Suchen Sie sich ein paar Mal in der Woche in Ihrem Garten mindestens 2-3 Zecken und lassen Sie diese sich durch das Brusthaar in die Haut von Onkel Fred eingraben. Nehmen Sie nun eine Zeckenzange und versuchen Sie Ihr Glück. Wenn Ihr Onkel Borreliose bekommt, machen Sie einfach auf dem Rücken von Onkel Willi weiter. So, also ist so ein paar Sachen herausgegriffen, es sind viel mehr, es sind eigentlich 15. So, die Leute, die jetzt noch keine Katze haben, die denken jetzt gerade, dann kaufe ich mir auch keine. Also das ist, das macht keinen Sinn. Kommen wir jetzt zur folgenden Geschichte, die ich sehr mag. Ich habe sie genannt Freie Wege. Freie Wege. Ihr werdet gleich wissen, warum. Also, das schon häufig erwähnte Katzenklo steht bei mir im Badezimmer. Nun sollte man aber auch bedenken, dass dieser Raum permanent immer, immer, immer und immer und jederzeit für die Katze offen und frei zugänglich sein muss. Denn, wie es ein äußerst betrunkener Freund im Zustand momentaner geistiger Eingeschränktheit lallend so weise formulierte, sonst kratzt sie die Kacke in den Flur. Das war Hans. Hans hat das wirklich gesagt. Er saß wirklich, war wirklich bei mir und sagte, sonst kratzt sie die Kacke in den Flur. Es war sehr lustig. Das Ganze hat natürlich noch einen anderen Hintergrund, weshalb ich die Geschichte aufschreibe, das beschreibe ich auch. Und zwar ist es so, das passiert ja nicht immer. Nee, manchmal, die Tür fällt einfach ins Schloss oder es ist jemand zu Besuch da und er ist auf Toilette und er kommt dann wieder, hat die Tür zugemacht. Das darf man nicht machen. Nee? Also bei mir steht das Katzenklo im Bad und wehe, die Tür ist zu, wenn die Katze dann, also das ist, die sucht sich ja dann Ersatz. Aber wo steht denn bei euch das Katzenklo? Wo steht bei euch das Katzenklo? Mal fragen. Wer hat ein Katzenklo? Also wer eine Katze hat, sollte auch ein Katzenklo haben. Sonst wäre es ein Blühe. Hier. Im Kinderzimmer. Das steht bei euch im Kinderzimmer? Ihr mögt keine Kinder, kann das sein? Die sind doch zum Schluss, die sind doch, da ist doch gar nicht mehr die Kinder. Ich habe keine Kinder. Ihr eigenes Zimmer, die Katze. Oh, erste Reihe, gelb wie verrückt. Ich weiß, natürlich, ja. Die Katze hat ihr eigenes Zimmer, ich werde verrückt. Ganz toll. Wo habt ihr sonst was? Katzenklo stehen? Habt ihr sonst was? Bitte hier. In der Kammer. Warte, in der Besenkammer oder irgendwas? Ja, in der Besenkammer. Musst du mir die Tür aufmachen, Katze? Musst du mir zumachen? Ehrlich? Das heißt, sie steht vor der Tür. Und du musst immer. Das ist schön. Kammer. Hätte ich nicht gedacht, hat so viele verschiedene Orte. Wo sonst noch? Wo habt ihr sonst noch stehen? Bitte? Im Keller. Oh, ihr mögt aber eure Katze nicht. Kann das sein? Das ist ja schlimmer als die Kammer. Wo gehe ich in den Keller kacken? Das ist gemein. Das ist fies. Wo sonst noch? Wohnzimmer. Wohnzimmer? Was ist das? Oh, wir gehen ins Bett. Was ist das? Wohnzimmer? Ehrlich, im Wohnzimmer? Muss aber oft sauber machen, ne? Sonst. Heile Witzka, das ist ja. Oder wenn die Gäste gehen sollen, das geht auch. Das, wenn man eine Katze. Ja, ist ja auch schon spät jetzt, ne? Ist ja, ich mach das morgen sauber. Ja, wir hauen ab. Sehr schön. Gibt ja doch viele verschiedene Sachen. Die Katze geht im Keller kacken, das ist auch gemein. Du gehst in den Keller kacken, das ist gemein. Du gehst in den Keller kacken. Bitte? Wo kennst du denn ihren Keller? Kennt ihr euch? Wie so ein schöner Keller. So, Kölner mischt sich wieder ein. So ein schöner Keller. Das ist schön. Was, ein Altbau oder was? Das ist ja wunderbar. Keller ist nie schön für eine Katze. Das ist kalt. Im Winter ist es doch kalt im Keller. Dann muss die Katze runter. Du gehst in den Keller. Die schöne Plüschkatze in den Keller. Du gehst in den Keller kacken. Das ist gemein. Du gehst in den Keller kacken. Also, richtig. So. Kommt ihr auch so wieder rauf? Mau! Was habt ihr für eine Katze? Ist sie braun? Nee, nein. Wie heißt die? Adolf, ne? Adolf. Adolf, die Kellerkatze. Mau! Stell dir mal vor, eine ganz weiße Katze. Nur hier so ein schwarzes Schnäuzchen. Und das Fell hier rüber gebürstet. Weißt du schön im Keller kackt? Mau! Mau! Mau, ab heute. Mau, ab heute wird zurückgeschissen. Ich hab. Moment, ich muss mal kurz.
Katze geht im Keller kacken, das ist ja schön. Jetzt war es übrigens so, meine Katze, die hat sich ja dann, weil es ist wirklich passiert, meine Katze hat ja dann keine Möglichkeit gehabt, auf Toilette zu gehen. Das ist eine wahre Geschichte. Ich hatte damals eine Freundin, die hat dann die Tür zugemacht und die Katze wusste nicht, wohin. Jetzt hat sie sich Ersatz gesucht, nicht im Keller. Nein, meine Katze hat sich Ersatz gesucht, die hat in den neuen roten Ledersessel gepinkelt. Ich weiß nicht, warum. Obwohl andererseits roter Ledersessel, Katzenklo, die Ähnlichkeit ist ja wirklich verblüffend. Da muss man wirklich, also selbst wenn ich drin sitze, muss ich aufpassen, dass ich noch rechtzeitig auf Klo gehe. Also es ist wirklich, man muss wirklich aufpassen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum in diesen Ledersessel. Ich habe keine Ahnung. Die ist extra hochgesprungen, dann aus, vielleicht aus, weil sie mich ärgern wollte. Ey, du hast die Tür zugemacht. Ich weiß es nicht. Alte Wesen werden wunderlich. Ich war damals schon alt. 27 Jahre geworden. Ne? Uralte Katze. Alte Wesen werden wunderlich. Das ist wie mit der Oma. Der Oma macht nicht in den Ledersessel. Das meine ich nicht. Die Oma macht immer eine Heizdecke. Und da ist ja Strom drauf. Jetzt stell dir vor, ach, mir ist kalt. Das reicht schon nicht. Pssst. Oma, was machst du denn da? Du gehst jetzt in den Keller. Nein, also. Ist das lustig. Also die hat jetzt in den Sessel gemacht und das war wirklich schlimm. Und jeder, der eine Katze hat, die schon mal irgendwo, ne, in ihrer Not, der weiß, das ist schrecklich. Es ist, du kriegst es nicht weg. Der Fleck ist ja schon ekelhaft genug, den kann man ja aus dem Polster rausschneiden, das kriegen wir irgendwo, oder neun Sessel. Da fällt ja, komm auf, in so Loch, dann ist egal. Also setzt du da auch mal drauf, wunderbar. Also der Fleck, der ist fies, aber das geht. Am schlimmsten ist der Geruch. Den kriegst du, also der vom Fleck, nicht von der Oma, ist klar. Du kriegst, manchmal, ist egal. Also es ist wirklich schlimm, diesen Geruch. Es gibt ein einziges Produkt, von dem man glaubt und denkt und hofft, dass es diesen Geruch entfernen kann. Das ist ein ganz teures Produkt. Es kommt aus Frankreich, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ganz tolles, teures französisches Produkt, Fabrese. Kennst du, ne? Fabrese. Ich hab's probiert, da kannst du auch versuchen, mit bunten Tüchern den Geruch wegzutanzen. Es bringt nichts, gar nichts. So. Die nächste Geschichte heißt Haarbüschel. Was man in der Kamera nicht sieht, ganz viele Leute, die eine Katze haben. Ja, ja. Also, immer wenn ich es geschafft hatte, eine junge, hübsche Dame zu mir, also es war nicht so oft, aber eine junge, hübsche Dame zu mir nach Hause einzuladen und ich mich schon sehnsüchtig auf ihren Besuch freute, mischte sich auch immer eine kleine, aber feine Angst, bisweilen auch fast eine Panik, mit in meine Gefühlswallungen. Kurz bevor die Angebetete erscheinen soll, habe ich dann immer ein bisschen Schiss gehabt, dass Minka, meine Katze, nicht wahr, uns dazwischen kommt. Kennen Sie das Geräusch, das Katzen machen, wenn sie diese Haarbüschel hochwürgen? Nein? Ich mach's euch vor, pass auf. Wenn eine Katze das macht, das ist ein ganz, das gräbt sich in den Kopf. Die macht dann, das ist ein Countdown. 10, 9, 8, 7, 10. Und meine Katze war richtig alt. Da kam schon mal ein bisschen mehr mit. Wirklich. Die war so alt. Die hörte, es war furchtbar. Wirklich. Meine, und Katzen bewegen sich ja. Die bewegen sich beim Kotzen. Wir Menschen, fertig. Aber Katzen, da bewegt sich der ganze Körper. Ohne Scheiß, wirklich, die Katze. Setzt sie mal auf die Fliesen, die kommt voran, ohne dass sie das wollen. Wirklich. Und meine Katze, wie gesagt, die war uralt. Wirklich, ich hatte Angst. Die war ganz dünn und alt irgendwann. Ich hatte Angst beim Kotzen, dass sie sich beim Kotzen aus Versehen auf links dreht. Wirklich, was ist das? Das ist meine Katze. Oh. Oh, die ist noch auf links, Entschuldigung. Kann man auch. In welches Ende pustet man da rein? Das ist. Also dieses, es ist wirklich, es war wirklich, wirklich schrecklich. Ja, ist, aber gut, es ist, wie es ist. Dieser Countdown. Ne? So, jetzt wollen wir mal weiterlesen. So, pass auf. Jetzt ist es so, ah nee, da muss ich noch erzählen. Es ist ja so. Das wollte ich noch loswerden. Katzen schaffen es ja immer, auf das Stück Teppich zu kotzen, das man noch hat. Hier vorne, aus tiefstem Herzen. Ja! Ne? Man kann die ganze Wohnung gefliest haben, die finden den Duschvorleger. Der kann auch, wenn er gerade duscht. Du bist gerade reingegangen, kurz geduscht, kommst du raus. Und ich sitze dann daneben. Dankeschön, es ist furchtbar. Es ist wirklich schrecklich. Ganz schrecklich. Aber am allerschlimmsten sind tatsächlich die Ängste, die man entwickelt als Katzenbesitzer. Diese Paranoia, weil man einmal gerade einen neuen Teppich und man will nicht, dass der direkt wieder. Das heißt, du sitzt vielleicht irgendwo in deiner Wohnung, nicht wahr? Du sitzt da gemütlich rum, hast ein Buch in der Hand. Und denkst, oh, es ist ruhig, es ist gemütlich, oh, Zeit für mich. Und dann hörst du,
Und dann renne ich los. Ich bin losgerannt, habe die Katze überall gesucht. Ich dachte, ja bitte, bitte nicht wieder auf die Tippel. Ich habe die überall gesucht. Überall, die ganze Zeit. 10, 9, 8, 7. Irgendwann hast du sie da gefunden, wo du sie als letztes vermutet hast. Nicht wahr? Du hast die Katze unterm Arm, rennst mit der durch die ganze Bude. Die Katze unterm Arm. Und denkst, bitte, 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 bitte nicht hier. Bitte, bitte in die Küche, bitte. Und jedes Mal hat sie eine schöne gerade Linie gekotzt. Hier fängt die Küche an. Und genau da hört die Spur auch auf. Oh, kennt ihr den Exorzisten, diese grüne Fontäne? Das ist ein Scheißdreck dagegen, kann ich euch sagen. So, die nächste Geschichte heißt, jemand anderes. Ja. Jemand anderes war Mitte 20, hatte eine mittlerweile so 15 Jahre alte Katze und gerade keine Freundin. Dafür hatte er aber ein paar Wochen zuvor eine mögliche, eventuell, vielleicht, hoffentlich Freundin kennengelernt. Er traf sich mit ihr in Cafés, Restaurants, in Kino, in Bars, im Ägyptischen Museum zur Sonderausstellung von, so genau hat mir dieser andere das gar nicht erzählt. Auf jeden Fall war die Zeit gekommen, wo er diese Frau zu sich nach Hause einlud und Halleluja, sie sagte zu. Jemand anderes hatte also, clever wie jemand anderes eben ist, schon morgens damit angefangen, seine Katze mit ihrem Lieblingsessen zu füttern, weil sie danach immer so glücklich ist und stundenlang auf ihrem Kratzhocker im ehemaligen Büro schläft. Ich habe leider kein eigenes Zimmer für die Katze gehabt, das tut mir sehr leid. Und jemand anderes hat dann genug Zeit und Ruhe, sich um die potenzielle Freundin zu kümmern. Das hat alles auch planmäßig funktioniert. Allerdings hat er vergessen, dass es eine Sache gab, die seine Katze noch mehr liebte als ihr Lieblingsessen. Seins. Egal was es war, Hauptsache es war seins. Und normalerweise kriegt sie auch immer einen Happen davon ab, einen kleinen. Und war dann immer zufrieden. An jenem Tag ging das aber nicht. Schließlich hatte jemand anderes ein richtiges Gala-Dinner gezaubert. Mit gebratenem Lachs, Spinat und Rosmarinkartoffeln. Als seine Katze fast 2 Stunden geduldig, aber erfolglos neben ihm am Herd gewartet hatte, konnte jemand anderes an ihrem Blick ablesen, dass sie das Kacke fand. Sie tachelte seiner rechten Wade völlig unvermittelt eine mit ausgestreckten Krallen und stolzierte mit erhobenem Schwanz und in aller Seelenruhe zurück ins Wohnzimmer. Das war jetzt nicht so gut gelaufen. Er ignorierte sein blutendes Bein, hoffte auf das Beste und verdrängte den Rest. Für mehr war auch keine Zeit mehr. Um Punkt kurz nach 8 hatte jemand anderes den Tisch fertig gedeckt, neue Kerzen in die Ständer gefriemelt und angezündet. Alles sah romantisch und perfekt aus, einschließlich jemand anderes, der darüber hinaus auch noch super roch. Das Essen war fertig, wartete im Backofen und die ersehnte Dame durfte kommen. Bevor diese das allerdings tat, tat die Katze etwas, was Katzen unglaublich gerne in so einem unpassenden Moment tun. Sie kotzte auf den Teppich. Sie erinnern sich noch an das Geräusch? Jetzt wissen wir ja schon, dass Katzen nicht so unauffällig kotzen wie Profimodels. Nicht mal ansatzweise. Aber immerhin hat man ja diese Vorwarnzeit. Und schon ging's los. 10, 9, 8. Die Katze von jemand anderem startete genau diesen Countdown in genau dem Augenblick, in dem die neue, eventuell, vielleicht, hoffentlich, ach bitte, bitte, Freundin an der Türe klingelte. Jemand anderem wurde ganz anders. Da er nur Sekunden hatte, um seine Prioritäten neu zu setzen, geschah Folgendes. Er rannte in den Flur, drückte auf den Summer, rannte ins Wohnzimmer zurück, schnappte sich die röchelnde Kotzkatze, rannte nun ins Schlafzimmer, machte den Kleiderschrank auf, wieder zu und empfing mit einem leicht verschwitzten Lächeln die Dame seiner Träume an der Haustür. Das Essen verlief großartig. Der Lachs schmeckte köstlich, die Gespräche waren lustig und tendierten mit zunehmendem Weinkonsum zunehmend in privatere Gefilde und die romantische Hintergrundmusik, die er merkwürdigerweise etwas zu laut aufgedreht hatte, tat ihr Übriges. Irgendwann entschuldigte sich die Traumfrau kurz und verschwand auf die Toilette. Als sie wiederkam, war sie kalkweiß und sah etwas verängstigt aus. Der Grund dafür war, dass im Schlafzimmer ein Baby weint. Und außerdem solle er vielleicht mal die Bettwäsche wechseln, die riecht schon streng. Jemand anderes hatte seine Kotzkatze völlig vergessen. Er murmelte schnell irgendetwas von, ach je, die Oma, und rannte ins Schlafzimmer.
Es roch nicht streng, es stank bestialisch. Wenn er auch nur für einen kurzen Moment mit der Idee gespielt hatte, seine jetzt wohl eher nicht mehr Freundin noch ins Schlafzimmer zu locken, war diese Idee spätestens gestorben, als er den Schrank aufmachte. Die Kotzkatze hatte nicht nur ihrem Namen alle Ehre gemacht und seine Schuhe vollgekotzt, nein, sie hatte zusätzlich quasi als kleine Extra-Rache fürs Einsperren auch noch seinen neuen Wildledermantel eingepinkelt. Und der hing 20 Zentimeter über dem Schrankboden. Bis heute hat vielleicht jemand anderes eine Ahnung, wie die Katze das geschafft hat. Ich habe keine. In all diesem stinkenden Chaos saß die Katze, sah ihn vorwurfsvoll an und stolzierte dann stinkend, aber würdevoll, an ihm vorbei. Das kriegen Katzen auch in so einem Zustand noch hin. Der nächste Schrei kam aus dem Wohnzimmer. Jemand anderes konnte sich gut vorstellen, wie die Katze sich gerade stinkend und genüsslich an den Hosenbeinen seiner auf gar keinen Fall mehr Freundin rieb. Dazu musste er weder aus dem Schlafzimmer gehen, noch warten, bis die Tür ins Schloss fiel. Was sie natürlich nur Augenblicke nach dem Schrei auch tat. Als jemand anderes zurückkam, war die andere Wade dran. Und der Lachs aufgefressen. Wenn Sie jetzt auf eine Moral dieser Geschichte warten, es gibt eigentlich keine. Sie wollen trotzdem eine, bitteschön. Fängt die Katze an zu zicken, dann ist am Abend nichts mit freundlicher Konversation. Und dann natürlich noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie so etwas oder etwas Ähnliches, Peinliches mal selbst erlebt haben, behaupten Sie einfach, es wäre jemand anderem passiert. So wunderbar. So unglaublich, Frau Sasser. Das ist eine Scheißidee. Ne? Und da hinten sitzt jemand. Boah. Jetzt geht's los. Der unglaublich schlaue Salami-Brot-Klau. Wenn man mal Tiger und Löwen in Afrika beobachtet hat, dann kann man sehr schön von deren Verhalten auf ihre ausgefeilten Jagdtechniken schließen. Und wenn man eine junge Katze, also eine Miniaturausgabe eines Tigers hat, dann hat man es noch besser. Da muss man nämlich nicht so weit fahren. Die machen nämlich genau dasselbe, nur anders. Ich saß damals in meiner kleinen Studentenbutze, 31 Quadratmeter, aber mit Badewanne, auf dem Fußboden vor meinem Bett. An die Matratze angelehnt, schaute ich fern, da die Glotze ganz am anderen Ende des Zimmers, also 1,50 Meter entfernt, ebenfalls auf dem Boden stand. Vor mir lag ein kleines Küchenbrettchen mit einem Salamibrot drauf, wovon ich mich damals überwiegend ernährte. Minka war weit und breit nicht zu sehen. Doch das sollte sich bald ändern. Während ich also gebannt eine Folge des A-Teams, wir haben früher A-Team, wir haben nicht A-Team, wir haben A-Team gesagt, des A-Teams verfolge, taucht plötzlich, aber ganz langsam, zuerst ein Schnurrbarthaar und dann die kleine rosa Nasenspitze links neben mir in der Tür auf. Ich bemerke sie, schaue aber weiter geradeaus, weil ich wissen will, was sie vorhat. Sie schleicht weiter, in Zeitlupe. Ganz offensichtlich ist sie auf der Jagd. Und sofort ist mir klar, an was sie sich heranschleicht. Ihr unschuldiges, noch nichts von seinem grausamen Schicksal ahnender Opfer ist mein Salamibrot. Ich soll davon aber natürlich nichts mitbekommen, denn irgendwie hat sie verstanden, dass diese Beute eigentlich mir gehört. Ich habe sie gerissen und erlegt, aber sie riecht halt so gut. Sie macht sich unsichtbar. Nicht das Salamibrot, die Katze, ne? Ist klar. Sie macht sich unsichtbar. Und zwar, indem sie sich so unglaublich langsam bewegt, dass man sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Das denken übrigens alle Katzen. Das kommt daher, dass normalerweise in der freien Wildbahn überall hohes Gras wächst, welches Sichtschutz und Deckung bietet. Hier in der 31 Quadratmeter Wohnung gibt es natürlich kein Gras. Egal, gelernt ist gelernt. Sie schleicht aus Ermangelung des Dickichts immer an der Wand entlang. Erst links bis zum Fenster. Dann genau vor mir am anderen Ende des Zimmers hinter dem Fernseher her, also wirklich genau durch mein Blickfeld. Aber sie ist ja Gott sei Dank unsichtbar. Und dann rechts an der Wand weiter, bis sie fast neben mir kauert. Sie macht keinen Mucks, keine schnelle Bewegung. Ich habe während der Anpirschphase immer wieder kurz gezuckt. Ich musste mich die ganze Zeit unglaublich zusammenreißen, weil ich sonst in schallendes Gelächter ausgebrochen wäre. Und habe gesehen, wie sie dann sofort in hypnotische Starre verfallen ist. Dann konnte ich sie natürlich erst recht nicht mehr sehen.
verschwunden. Wahnsinn! Jetzt sitzt sie da, neben mir. Ich schaue absichtlich wie gebannt, aber so, auf den Fernseher. Sie macht sich bereit für den letzten entscheidenden Sprung. Ihr Schwanz zuckt noch einmal kurz und dann, zack! Mit einer plötzlich unglaublich langen Pfote haut sie ihre Krallen in die Salamischeibe, reißt sie zurück, lässt sie dummerweise fallen und beißt sofort hinein. Mit ihrer frisch erlegten Beute in der Schnauze, die irgendwie überhaupt nicht praktisch herunterhängt und sehr behindert hin und her schlackert, rast sie wie eine wildgewordene Hummel zurück. Aber nicht, wie man jetzt vermuten sollte, quer durchs Zimmer. Nein, um abzukürzen, sie nimmt den gleichen Weg zurück, den sie gekommen ist. Ich möchte euch das gerne mal zeigen. So sah das aus. Guck mal. Außen rum und dann genau den gleichen Weg wieder zurück. Ist das nicht großartig? Großartig. So. Jetzt machen wir Folgendes. Ja. Wenn ich mal einen Besuch da hatte, also das kam ja schon mal vor, nicht wahr? Irgendeine junge Dame oder so, das, also hin und wieder, ganz selten. Dann hatte ich immer Angst, dass meine Katze kotzt, aber ich hatte auch noch vor anderen Sachen Angst. Es ist nämlich, ach komm, dann erzähle ich euch so. Es ist nämlich folgendes passiert. Es war eine junge Dame da und ich fand es ganz toll. Ich war ganz aufgeregt, ich war sehr, sehr verknallt, dachte ich. Und jetzt wollte ich unbedingt, dass das alles gut wird und also ihr wisst schon. So, und dann waren wir im Bett und, oder auch auf der Couch, ich weiß nicht mehr, also wir waren irgendwo. Und dann ging es los. Und ich dachte, oh toll, wunderbar, wir knutschen uns. Und es ging los und die Leidenschaft ergriff Besitz von unserem Körper. Und ich dachte, oh toll. Und plötzlich hatte ich so ein Ziehen im Nacken. Und ich dachte, was ist das? Also ich wusste nicht, was es ist. Ich dachte, oh, ist egal. Einfach nicht ablenken lassen, weitermachen. Aber wir haben dann geknutscht. Es wurde immer mehr, immer leidenschaftlicher. Und wieder dieses Ziehen im Nacken. Und was war's? Die Katze saß neben dem Bett und guckt zu. Die saß da, wirklich. Und ich, schön siehst du aus. Und dann war die Katze weg. Da dachte ich, oh wunderbar, jetzt geht's los. Und dann wieder geknutscht wie die Wilden, die Wollust ergriff Besitz von unserem Körper, die Leidenschaft wurde wieder mehr. Und ich dachte, jetzt geht's los. Ah, jetzt ist die Katze auf der anderen Seite. Ich wieder. Ich bin deine Liebeslokomotive. Ohne Scheiß, die Katze wieder weg. Ich dachte, jetzt endlich, komm, du fängst wieder von vorne an. Glaub mir, du fängst wirklich wieder von vorne an. Du fängst. Ja, du hast ja, bevor die kam, hast du noch bei der Katze. Die Katze. Konzentrier dich da mal. Also, jedenfalls, du hast das dann irgendwann verdrängt. Das dauert ein bisschen länger. Die Zunge hängt schon in Franz vom ganzen Knutschen, von dem ganzen Knutschen, von der Knuscherei. Und du denkst, boah, jetzt geht's endlich los. Wirklich, die Leidenschaft ist wieder da, die Wollust ist da. Man wälzt sich, man küsst sich, man knutscht. Und denkst, jetzt! Und dann sagt sie einen Satz wie, hey, du bist ein toller Typ, du kannst gleichzeitig knutschen und mir an den Zeh knabbern. Ja. Hau ab! In dem Moment, ich liebe, ich habe sie wirklich geliebt, meine Katze, aber in dem Moment wollte ich keinen. Ich habe gesagt, hau ab jetzt! Und dann sagt sie, was ist denn los? Ich sage, meine Katze, sag, du hast eine Katze? Ich sage, ja, ich habe eine Katze. Und dann ist sie auf, ich sage, nee, bleib doch liegen, du musst doch jetzt nicht. Du kannst ja, bleib doch hier, das ist doch nicht. Ja, was war dann? Dann haben wir den ganzen Tag mit der Katze gespielt. Statt Uschi kauen, Muschi streicheln. War ein Riesenabend. Ja. Da fiel der Groschen gerade in Cent, das ist egal. Der Tragekorb des Grauens. Ich wollte einen Satz wie, das kennen Sie sicher von Ihrer Katze, eigentlich gar nicht schreiben. Jetzt breche ich meinen Vorsatz, denn Sie werden es sowieso gleich denken. Jede Katze hat einen hochsensiblen Katzentragekorbdetektor eingebaut. Der läuft zwar erst nach dem ersten Tierarztbesuch so richtig an, aber dann auf Hochtouren. Der Kater meiner Ex-Freundin, die dicke Diva Claude, war übrigens ein Kater, war darin Experte. Der hat das Ding wahrscheinlich erfunden, den Detektor. Wir durften das Wort Tierarzt noch nicht mal laut sagen, da war er schon unter dem Bett verschwunden. Also haben wir es vermieden, dieses Wort auch nur in den Mund zu nehmen. Kennen Sie Eltern, die bestimmte Worte in Gegenwart ihrer Kinder nur buchstabieren, damit es nicht aufgeschnappt werden kann und nicht lautstarkes Gegröhl oder endlose Heulereien folgen? Ja? Die sagen dann solche Sachen wie, oh Schatz, wir müssen gleich noch bei der E-I-S-D-I-E-L-E vorbei, bevor wir mit den Kindern zum C-Z-A-H-N-A-R-Z-T fahren. Genau das haben meine Ex und ich mit T-I-E-R-A-R-Z-T gemacht. Tierarzt. Keine Chance.
Claude war unterm Bett. Das gleiche probierten wir mit K-A-T-Z-E-N-K-O-R-B oder T-R-A-G und so weiter und so weiter. Staubwolke unter dem Bett. Dann versuchten wir Synonyme zu finden. Schatz, hol doch mal das Doktor-Taxi aus dem Keller. Unter dem Bett. Wir wurden immer kreativer. Wir sprachen von Schiffsschaukeln, dem Apartment, dem Rolls-Royce, der Überfahrt nach Valhalla. Ja, man wird sarkastisch mit der Zeit. Und zum Schluss nur noch vom Sarg. Die Diva war weg. Dann haben wir uns nur noch mit Zeichen verständigt. Haben Sie mal die Fluglotsen am Flughafen beobachtet? Genau so. Claude war unterm Bett. Zum Schluss hatten wir das Gefühl, dass wir Tierarzt nur denken mussten und Claude war unter dem Bett. So war es auch. Jetzt sagen Sie sich ja, mein Gott, die hätten die Karte doch einfach mit Wurst oder so unter dem Bett hervorlocken können. Ja, Klugscheißer. Claude wäre eher verhungert. Und jetzt denken Sie, mein Gott, dann eben einfach rausziehen. Das Gefauche, die schweren Verletzungen und tiefen Fleischwunden hätten wir ja in Kauf genommen. Aber wir kamen nicht mal an ihn ran. Claude kauerte sich in den hintersten Winkel des zusätzlich in einer Ecke stehenden, mit der Wand verschraubten Bettes. Und das war das eigentliche Problem. Wir mussten das gesamte Bett jedes Mal komplett auseinanderbauen, wenn wir mit dem doofen Kater zum Arzt wollten. Und es gab keinen Lattenrost, den man einfach nur hätte zack hochheben können. Nein, wir mussten das gesamte Bett jedes Mal auseinanderbauen. Die Obermatratze entfernen, die Halteschrauben lösen, die Füße abdrehen, vorher etwas drunterlegen. Oh Mann, jetzt die Halteschrauben komplett loswerden. Die Freundin hält die Mitte kurz, dann übernehme ich. Ich hasse es. Das Mittelteil fällt mir auf den Fuß. Immer auf den rechten. Ich hasse ihn. Dann die Ecken des Rahmens auseinanderziehen. Eine Ecke fällt ihr auf den Fuß, immer auf einen anderen. Geht mir schon wieder etwas besser. Dann alles an die Wand lehnen und weiter mit der Unterkonstruktion. Zugegeben, ein Scheißbett, aber wer rechnet auch mit so einem Vieh? Irgendwann haben wir dann vorher die Schlafzimmertür zugemacht. Da hätten wir auch früher drauf kommen können. Okay, pass auf, jetzt ist es. Die verrückten 5 Minuten. Das hätte ich nie gedacht. Alle? Ja. Katzen sind in jungen Jahren genauso übermütig und unerfahren wie wir Menschen. Ich habe damals mit meiner Katze oft Nachlaufen gespielt. Das klappt wunderbar. Sie müssen nur den richtigen, im folgenden beschriebenen Moment abpassen. Also eine normale Katze kriegt verrückte 5 Minuten so einmal im Monat. Meine 2-mal am Tag. Warum? Meine Katze war schon ganz alt, die hatte Alzheimer, die hat vergessen das. Die hat überlegt, bin ich heute schon losgerannt oder muss ich noch? Ja, ja. So, jetzt geht's weiter. Aus heiterem Himmel... Man erschreckt sich fast zu Tode und nichts, wirklich nichts kann einen darauf vorbereiten, rast ihre Katze wie von der Tarantel gestochen durch die Bude, nimmt mit ausgefahrenen Krallen jede Kurve, so eng es nur geht, stoppt kurz im Wohnzimmer, glotzt sie panisch und in Deckung liegen an, ja, ja, brüllt dann herzzerreißend und pest den gleichen Weg zurück. Verrückterweise wirklich genau den gleichen Weg. Die rennt nicht woanders an, die rennt genau den... Ich weiß auch nicht, warum. So, kaum am Ausgangspunkt angekommen, geht's von vorne los. Und das macht wirklich jede Katze. Wirklich jede, versprochen. Man weiß nicht so genau, warum. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass es sich um das Rolligsein handelt, also um die Vorbereitung zur Paarungsbereitschaft. Ich glaube das nicht. Was für ein Zinnober, nur wegen ein bisschen... Stellen Sie mal vor, Ihre Freundin würde so einen Zirkus machen, nur mal wieder... Das macht doch keine. Obwohl, ich hatte mal eine in Wupp... Nee, das ist egal. Spielt doch keine Rolle, warum Katzen das machen. Sie können nämlich nachlaufen mit ihr spielen, wie ich eingangs schon erwähnte. Das mit den Kurven macht einen Riesenspaß, zum Beispiel, wenn sie einen Flur mit Laminatboden haben. Da geht der Feldjäger schon mal ab, wie der Kegel beim Eisstockschießen. Oder sie stellen in der ersten Runde die Möbel um. Brrr. Sehr lustig. Müssen sie aber eigentlich alles gar nicht machen. Nein, zumindest nicht bei meiner Katze, bei meiner Minka damals. Wir hatten nämlich eine tolle Maisonette-Wohnung mit Umlauf. Da konnte man im Kreis laufen und meine Katze und ich haben ganz oft Fang gespielt. Zum besseren Verständnis habe ich eine Zeichnung gemacht. Die zeige ich euch jetzt mal. Jetzt hier, da, so. Den habe ich mal gezeichnet, damit ihr seht, so rum. So, das war der Anfang. Nee, das war die erste Runde, zweite, dritte. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit, kann man nicht anders sagen.
Einmal, als wir spielten, hocken wir uns plötzlich gegenüber. Wirklich, Gesicht zu Gesicht, Auge in Auge. Meine Katze saß nervös mir gegenüber, nervös mit dem Schwanz zuckend. Ich auf der anderen Seite, auch nervös. Das wollte ich nicht. Ich lese besser weiter, weil das wird sonst nichts. Okay, alles klar. Leider sind wir dann umgezogen. Später sind wir umgezogen. Und so eine schöne Rennstrecke hatten wir nie wieder. Obwohl ihre 5 Minuten in den späteren 31 Quadratmetern auch was hatten. Da habe ich aber nicht mehr mitgemacht. Hat sie gar nicht gemerkt. So, ich muss hier. So. So. Die nächste Geschichte heißt Die Katze und Alzheimer. Meine Katze war ja nicht nur uralt, die ist wirklich 27 Jahre alt geworden, nicht nur uralt und hat gekotzt wie eine Wilde, nein, die war auch noch taub und die hatte Alzheimer. Das war aber nicht so schlimm, das war eigentlich ganz lustig. Das war nur ein bisschen blöd, wenn sie dann im Winter auf den Balkon wollte. Das war ein bisschen blöd, draußen fielen die ersten Schneeflocken und meine Katze wollte unbedingt raus, sie wollte mit den Schneeflocken spielen, hat vergessen, was das ist und wollte dann nochmal raus und saß dann vor dem Balkon, vor der Balkontür. Das ist insofern noch nicht so schlimm. Eine normale Katze miaut ja ganz normal, das kennt man ja, nicht? Um sich verständlich zu machen. Miau, miau, miau. Nee, meine Katze war aber taub, nicht wahr? Meine Katze war taub, das heißt, die hörte sich selber nicht mehr. Sprich, das mit den Phon und Dezibel, das hatte die nicht mehr so raus. Das klang anders. Miau! Man kann es nicht ignorieren. Man versucht es, ne? Man versucht, man sitzt da und sagt, ich möchte einmal sitzen bleiben. Nein, es geht nicht. Du stehst auf, gehst zur Tür, machst die Balkontür auf, Katze raus, Tür wieder zu. Die war 5 Sekunden draußen und hat die gemerkt, oh, ist aber scheiße kalt hier draußen. Dann wollte die wieder rein, dasselbe Bild, nur ohne Ton. Stehst wieder auf, Tür auf, Katze rein, Tür wieder zu. Jetzt bleibt die 1 Meter von dir entfernt, bleibt die sitzen. Mit dem Rücken zu dir und guck dich über die linke Schulter zurück an. Du machst gerade die Balkontür wieder zu. Guck die mich an. So ein Blick hatte die drauf, wie die Freundin, wenn du was verbrochen hast, sie dir aber noch nicht gesagt hat, was es ist. Scheiße kalt draußen. Arschloch. So gemein. Ich sitze gerade wieder auf der Couch. So hat die Katze, weil die Alzheimer hat vergessen, dass er heute schon mal draußen war, sitzt sie wieder vor der Tür. Au! 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 Schließt wieder auf, Tür auf, Katze raus, Tür wieder zu. 5 Sekunden später. Wieder, Tür auf, Katze rein, Tür wieder zu. Das ging 30, 40 Mal hintereinander. Raus, rein, raus, rein. Letztens stand ich draußen. Meint, der hat mich wieder reingelassen? Also das macht jede Katze. Welche Katze macht das auch? Gibt's bei euch auch keine? Hier, siehste? Ich wusste es. Ich wusste, aber die sind alle nicht so alt. Wieso machen die das? Manchmal ist es auch so, die sitzen vor der Tür und au, au, au. Stehst auf, machst die Tür auf und dann sie so. Die macht nix. Die geht nicht rein. Du bleibst eine Stunde 16. Komm, jetzt geh, was willst du? Dann machst du die Tür wieder zu und sitzt gerade mit au, au. Die will nur, dass die scheiß Tür auf ist. Ich sag's euch. Nein, ich will, dass die Tür auf ist. Und du machst das, was ich sage. Wenn du das nicht machst, dann mach. So, jetzt gibt's. Jetzt, meine Katze. Ich komm. Was, jemand da oben sitzt, ist auch langweilig. Pass auf, ich komm jetzt mal hier runter. So. Ah. Nee, ich geh wieder hoch. Das ist. Und zwar folgendes: Es gibt noch eine andere Katze, außer meine. Es gab viele andere Katzen hier in dem Buch, aber es gibt eine Katze, die fand ich extrem lustig. Die gehört einem Kumpel von mir. Und was heißt, sie gehört ihm? Ich glaube, er gehört ihr, aber ihm. Das ist ein Kater. Aber es war sehr lustig und ich würde euch gerne die Geschichte von Napoleon vorlesen. Napoleon, ich liebe diesen Kater über alles, er ist großartig. Also, Napoleon war der Kater eines ehemaligen Kumpels von mir. Ehemalig darum, weil der Kumpel der Besitzer unserer kleinen Stammkneipe aus Jugendzeiten war und ich ihn schon seit fast 12 Jahren nicht mehr gesehen habe. Der Kater dieses Kumpels mit der Kneipe hieß auf jeden Fall Napoleon und war ihm zugelaufen. Napoleon hatte nur 3 Beine. Das, was hinten links hingehört hätte, fehlte ihm. Wohin es entschwunden war und was passiert war, wusste mein Kumpel nicht. Angeblich war Napoleon ihm schon auf 3 Beinen zugehumpelt. Was hier jetzt ganz furchtbar traurig und mitleiderregend klingt, war in Wahrheit für den Kater gar nicht so schlimm. Napoleon hatte sich prima mit seiner Behinderung abgefunden. Er konnte auch mit 3 Beinen problemlos überall hochspringen. Was ihm hingegen etwas mehr Probleme machte, war sein Schwanz. Der fehlte ihm nämlich auch. So schlimm war es nicht.
Allerdings, das mit dem Schwanz war schon schlimmer, denn Napoleon war ein Kater, also männlich, und demnach war das Schwanzdefizit auch vom Ego her eher suboptimal. Was viele Leute ja gar nicht wissen, Katzen benutzen den Schwanz hauptsächlich zur Balance. Damit können sie auf Dachrinnen oder auf extrem schmalen Balken entlang gehen. Oder, wenn man Wohnverhältnisse wie Napoleon hat, auf dem Tresen in der Kneipe. Beziehungsweise eben nicht. Er konnte auf dem Boden relativ normal laufen, auf dem Tresen aber normal gehen, ohne zu schwanken oder hin und wieder lustig umzukippen, das konnte Napoleon nicht. Napoleon war auf einem Auge blind. Und auf dem anderen kurzsichtig. Welches Auge was war, habe ich vergessen. Aber das spielt auch keine große Rolle, glaube ich. Dieser Kater auf jeden Fall, dieses Geschöpf ohne Schwanz, dafür mit einem Appenbein, auf einem Auge blind und auf dem anderen kurzsichtig, dieses Abend für Abend auf dem Tresen schwankende Tier war das stolzeste, würdevollste Wesen unter der Sonne, die er auch nicht sehen konnte, weil er ja kurzsichtig war. Er schritt durch die Kneipe wie der Pate durch sein Haus am See. Pünktlich zur Happy Hour raste er die Treppe herunter, die die Kneipe mit der darüberliegenden Wohnung meines Kumpels verband und schien uns allen mit Blicken oder mit dem uns zugewandten Kopf, man weiß es nicht so genau, zu sagen, seht her, ich habe weder Schwanz noch Bein, bin fast blind und steinalt, aber ich zahle nicht einen Pfennig für meinen Schnaps. Napoleon war schwerer Alkoholiker. Wirklich. Aber er hatte seine Sucht im Griff und trank nie vor 6 Uhr abends. Dann aber gab es kein Halten mehr. Da kaum ein Gast sein Glas bis auf den letzten Tropfen austrank, tat das Napoleon stellvertretend eben für uns alle. Es ist wirklich wahr. Er wankte von Glas zu Glas, steckte seine voll funktionstüchtige Zunge hinein. Alles andere war kaputt, aber die Zunge, die war... Leckte den Schnaps, das Bier, den Wein ratzeputz weg und torkelte dann mit zunehmender Schlagseite weiter. Da die Kneipe freitags und samstags immer sehr voll war, war auch Napoleon spätestens um 10 immer sehr voll. Es war eine sehr lustige Zeit. Vor allem für Napoleon. Und dann musste mein Kumpel irgendwann eine Türe einbauen zwischen Kneipe und der Treppe nach oben zu seiner Wohnung, weil einige besoffen ihm dort mehrmals nachts in den Flur. Leider war diese Tür aus Glas. Aus stabilem, wirklich sehr stabilem Glas. Mein Kumpel fand die Türe sehr schön. Durch das Glas verkleinerte sich die eh schon ziemlich beengte Spelunke, wenigstens nicht auch noch optisch. Aber sie war eben aus Glas. Napoleon wohnte tagsüber oben bei meinem Kumpel in der Wohnung. Bis um 6. Wenn er wie an jedem Tag in den vergangenen 10 Jahren auf seinen 3 Beinen, ohne Schwanz, auf einem Auge blind, auf dem anderen kurzsichtig die Treppe heruntergerast kam, um seinen Schnaps zu bekommen. Der Krach des mit dem Kopf gegen die Glastür dengelnden Napoleon war furchtbar. Aber keine Angst, er hat es überlebt. Aber alle haben es gehört. Alle. Auch ich war damals dabei, als dieses stolze Geschöpf, das so viel Lebenswillen bewiesen hatte, trotz seiner Gebrechen und trotz seiner Sucht, mit vollem Karacho gegen die neue Glastür geballert ist. Es war ein wirklich unfassbar lautes... Es tut mir leid, es ist schlimm, aber es ist auch lustig. Es war ein wirklich... Vor allem das Gesicht von ihm danach war großartig. Es war ein wirklich unfassbar lautes, dumpfes Dong. Gottlob hat Napoleon davon nichts mitbekommen. Napoleon war nämlich stocktaub. Und das ist er. Ich glaube, ich habe kurz darüber nachgedacht, was er wohl am liebsten getrunken hätte damals in der Kneipe. Ich glaube, es war Mauskowskaja. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, kommen wir jetzt zur nächsten Geschichte. Die Geschichte heißt Der Chili-Torpedo. Wer freut sich da so? Wer war das? Freust du dich? Ich finde die Geschichte schön. Ja, ich finde die aus. Aber auch noch gemeiner als bei Napoleon. Ich setze mich mal hier. Wunderbar. So. Oh, das ist auch schön warm am Popo. Das ist super. Also, der Chili-Torpedo. Ich hatte mir damals in der Ausbildungszeit, als es mit der Bezahlung noch nicht ganz so gut aussah, abends des Öfteren Spaghetti gemacht. Günstig und gelingend immer. Immer Salamibrot war mir auch zu dröge. Außerdem gibt es endlose Möglichkeiten, verschiedene Soßen mit den gleichen Nudeln zu kombinieren, wodurch jedes Gericht irgendwie anders schmeckt. Soweit, so gut. Eines Abends alle diese Möglichkeiten ausgegangen. Spaghetti hatte ich noch, aber kein Pesto, keine Tomaten, geschweige denn eine Bolognese-Soße. Was ich noch fand, war eine große Flasche asiatische Sweet Chili Chicken Soße mit kleinen Stückchen drin, die sehr scharf war, aber auch sehr lecker. Und ich beschloss, dass sie sich auch als Nudelverfeinerung prima eignen würde. Gesagt, getan, es schmeckte tatsächlich wunderbar. Das fand meine Katze auch. Ich habe wie immer auf dem Boden gegessen und ferngesehen.
Danach bin ich einfach rückwärts ins Bett gefallen und eingeschlafen. Ja, ja, ich weiß, liebe Leserin, liebe Leser, aber es war schon sehr spät, ein langer Tag und sonst habe ich mir immer die Zähne geputzt. Meine Nachlässigkeit muss Minka über Nacht ausgenutzt haben, denn als ich am Morgen aufwachte, entdeckte ich nicht nur den blitzblank leergeleckten Teller auf dem Boden, sondern auch eine merkwürdige, leicht rötliche Spur mit kleinen Stückchen drin, die sich quer durchs Zimmer bis in den Flur zog. Dort bot sich mir ein Bild, bei dem ich es extrem bedauerlich finde, keinen Fotoapparat zur Hand gehabt zu haben. Meine Katze robbte mit ihrem Hintern die Hinterläufe gespreizt und sich mit den Vorderpfoten vorwärts ziehend so über den Teppich. Es war wirklich, ich habe gebrüllt vor Lachen. Es war wirklich großartig. Ein wehleidiges Miauen unterstrich die Szene dramatisch. Also wirklich bei jedem Vorwärts. Minka hatte sich also nachts über die Reste der scharfen Chilisauce hergemacht und am Morgen gemerkt, dass das Zeug beim Passieren des Ausgangs höllisch brennen kann. Ich war natürlich mit ihr beim Arzt, der mir aber versicherte, dass das völlig ungefährlich sei. Als wir nach Hause kamen, ging ich dann auf die Toilette. Hui, 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 hui. Ihr könnt auch mal klatschen zwischendurch, das geht auch. So, beim nächsten ist es so, ich habe Folgendes festgestellt. Und zwar, Katzen verbreiten ja, finde ich, eine sehr gemütliche Stimmung. Nee? Immer. Das heißt, du kommst nach Hause, kannst noch nichts eingerichtet haben, die Kartoffeln sind noch nicht ausgepackt, die Katze liegt irgendwo rum, gemütlich zu Hause, wunderbar. Oder das Kamin an, wenn du einen hast, oder du hast schon ein Glas Wein oder eine Tasse Tee, ein Buch, wunderbar, Katze, gemütlich, so weit, so gut. Gemütlich ist es schon, aber nur bis zu dem Moment, wo die eigene Freundin anfängt, mit der Katze zu sprechen. Denn es ist ja schön, es ist ja süß, aber es ist auch eine Tatsache, Frauen haben eine eigene Stimme für Tiere. Das ist so. Es ist auch eine ganz andere Frequenz. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gibt eine Stimme für mich und für die Schwiegermutter und für den Postboten, ich habe keine Ahnung. Und die andere, die ist für Tiere. Die unterscheiden sich auch, wie gesagt, in der Frequenz. Das heißt, die normale Stimme ist hier und die Tierstimme ist hier. Wirklich. Ein Beispiel. Ralf, gehen wir heute Abend ins Kino? Ja, wir können ins Kino gehen. Wo gehen wir denn rein? Ich weiß nicht. Gehen wir vielleicht was mit George Clooney? Ja. Ja, George Clooney, muss das sein? Ja, ja, okay. Okay, dann gehen wir irgendwas mit. Schnulze, alles klar. Oh ja, dann gehen wir in George Clooney und dann ziehe ich mir eben ein paar Schuhe an und dann... Ja, fein machst du das! Das ist nicht nur eine andere Stimme und eine Frequenz, das ist ein anderer Mensch. Das... Ja, fein machst du das! Ich habe manchmal einen Tinnitus gehabt. Ich hab das... Angst habe ich bekommen, wirklich. Es ist sehr lustig, ich find's süß, ich finde es ganz, ganz amüsant. Und die Tiere reagieren sogar, die wissen genau, die werden jetzt angesprochen. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen Hunden und Katzen. Große Unterschiede. Hunde reagieren sofort. Wenn du beim Hund, man sagt, ja, fein machst du das! Und der kleine Hund, der freut sich direkt. Der weiß direkt, ah, ich bin gemeint, irgendwas ist los, ah, wunderbar. Schön. Übrigens, für die, die keinen Hund haben, die den Hund mal ein bisschen ärgern wollen, ist ganz harmlos, kann nichts passieren. Man kann die Hunde damit in den Wahnsinn treiben, ich hab's gemacht, es macht großen Spaß. Das war so ein kleiner Terrier, ich fand's großartig, von einem bekannten Hund, so ein kleiner, ja, also klein ist egal. Also er war eigentlich sonst sehr lustig. Und es gibt drei Stufen. Man fängt ganz, ganz einfach an und sagt, ja, fein, ja, fein, ja, fein, du bist ja ein ganz feiner Hund. Und dann die zweite Stufe, zweite Rakete zünden, ja, fein, ja, fein, ja, fein, ja, fein, ja, fein, ja, fein. Und der Hund. Und dann Eskalation, ja, fein, ja, fein, ja, fein, ja, fein, ja, fein, ja. Und der Hund. Der kollabiert. Sehr lustig. Aber jetzt. Versuch das mal mit einer Katze. Ich sitz da und du sagst, ja, fein machst du das! Und die Katze, ja und? Ganz anders, interessiert das nicht wirklich. Ja, ihr eigenes Leben, du bist ja bei der angestellt und so weiter, das ist ja ganz anders. Oder auch beim Spielen. Beim Spielen fallen auch große Unterschiede auf übrigens. Auch mit der Stimme und so weiter. Also bei den Hunden und Katzen große Unterschiede beim Spielen. Beim Hund, du schmeißt das Stöckchen und der Hund direkt, hinterher holt das Stöckchen. Das kannst du ja beim Hund machen, bis er tot umfällt. Tausendmal hintereinander, du wirfst immer wieder den Staub.
Der schleppt sie mit letzter Kraft, kommt, der hat den Stock in der Hand, Riesenstock, so ein kleiner Terrier, so ein Riesenstock. Kommt er hier, der schleicht sie ran und kippt um vor dir, todglücklich mit dem Stock in der Schnauze, wunderbar. Eine Katze? Versuch das mal mit einer Katze, mit so einer Plüschmaus oder so. Ja, ja, hier, genau, eine Katze, hier, wo ist die Plüschmaus, die Plüschmaus? Hol die Plüschmaus! Und die Katze? Nein. Die bleibt da sitzen. Die bleibt genau da sitzen, wo sie die ganze Zeit schon gesessen hat. Und wer kriegt jedes Mal unter das scheiß Regal und holt die Kack-Plüschmaus? Ich! Und von hinten? Ja, fein macht doch das! Das ist furchtbar! Wirklich, ist passiert. Ich war unter dem Regal, ich weiß es noch, ich war unter dem Regal, ich habe mich da so durchgerobbt, die Plüschmaus ganz dahinter an die Wand, durchgerobbt, alle voller Spinnweben, alle voller Ratten, wir machen da nicht so oft sauber. Also es ist, nein, im Ernst, ich war wirklich da drunter, unter dem Regal, ich gucke so zurück, hätte ich mal nicht gedacht, ich gucke zurück, die sitzt immer noch da, wo sie gesessen hat. Die sitzt da noch. Und was macht die? Die guckt noch nicht mal hin, was ich da mache. Das ist dasselbe wie... Ich hab's geschrieben im Buch. Hunde haben Kärchen, herrschen, Kassen haben Personal. Sag ich doch. Es ist, wie es ist. Ah, puh, ist wieder runtergefahren. Ah! Wir kommen zum Schlusswort. Ja? Kommt zum Schlusswort. Und ich habe dieses Schlusswort damals natürlich verfasst, als Minka noch da war, als es Minka noch gab, vor 100 Jahren. Und da habe ich das verfasst und ich habe überlegt, ob ich das jetzt für heute, ob ich das verändere. Ob ich da noch irgendwas anders mache, ob ich das noch umtexte oder umschreibe, weil sie ja jetzt nicht mehr da ist. Und dann habe ich mich aber dazu entschlossen, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, nee, du lässt das so, denn all das, was ich damals aufgeschrieben habe, wie es denn dann wäre, wenn irgendwann, ist genauso bei mir auch eingetreten. Es ist genauso entstanden und deswegen lese ich euch das vor, so wie es damals auch aufgeschrieben wurde. Also, ich glaube, wenn Minka eines Tages nicht mehr da sein sollte, dann werde ich mir keine neue Katze kaufen. Man trifft sich und man verbringt ein halbes Leben miteinander und das ist etwas Besonderes, zumindest in meinem Fall. Man kann im Leben nicht immer alles einfach austauschen, auch wenn uns unsere derzeitige Konsumweltphilosophie das Glauben machen will. Eine Jeans, ein Fernseher, ein Auto, tauschen Sie die, so viel Sie wollen. Ein Leben, ein Charakter, den ältesten Freund, den Sie haben? Vielleicht sind viele irgendwie ersetzbar, aber einfach austauschbar sicher nicht. Und Minka ganz bestimmt nicht. Wenn sie also mal nicht mehr neben meinem Schreibtisch liegen sollte und darauf wartet, dass ich endlich aufhöre und mich wieder ein bisschen mehr mit ihr beschäftige. Wenn sie also eines Tages nicht mehr motzend und giftig vor der Balkontür stehen sollte und mich nervt, dann werde ich sie sehr vermissen und mir keine neue Katze kaufen. Aber vielleicht läuft mir ja mal wieder eine über den Weg. Mal sehen.